fangen wir an mit der Verzögerung. Okay. Ready? Ready. Schon ein bisschen böse aus. Geht er da rum? Lass ihn nicht mehr. Aber Das ist auch.
Set. Set. Nee, der steht in seiner eigenen Hälfte, deswegen ist es okay. Man muss nicht in seinem Fall. Okay. Play! Tino, kannst du mal die totale oben links hin machen, bitte?
es passiert nichts, oder? One minute. Nein, nein, nicht Timeout. Timeout ist fertig. Okay, ready? Set? Set. Request for pickup number 4. Request for pickup number 4. What? Pickup. Ja, pickup plus 4, ja. Okay. Play. Okay,
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das ein Pushing war, weil ich da gerade geschaut hatte, dass er das irgendwie an die richtige Stelle reinstellt. Keine Ahnung, da ist irgendwas. Was? Ist das so ein Pushing hier? Sonst beschreibt er das. Beide von beiden zu. Ja, der beschreibt es nicht. Zeitstein, aber es ist immer Zeitstein. Ja, ich habe nur Tok-Tok gesehen und jemand ist umgefallen und war so. Nachdem der TC mir gestern gesagt hat, pfeift mir ein Pushing und so. Thank you.
Thank you.
Ready? Ready. Ich hätte die Pfeife pfeifen müssen und ready sein müssen. Hallo, hallo? Ja, es geht, hallo, hallo?
Lass dich nicht irritieren von dem Typen, der jetzt was erzählen will. Also, guten Morgen, herzlich willkommen hier zum zweiten Halbzeit des ersten Halbfinalspiel der German Open. Wir Informatiker, wir stehen normalerweise nicht so früh auf, die Roboter wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem, wer heute Morgen aus dem Bett gekrochen ist, wird sich natürlich wundern, wieso es jetzt hier schon 4:1 steht für Bijumen und wieso Bijumen mal ein Tor kassiert hat. Das passiert normalerweise nicht. Aber sie spielen natürlich auch gegen einen sehr starken Gegner. Bijumen, der Weltmeister aus Bremen, spielt gegen Berlin United natürlich. Oh, ich bin auch noch am Schlafen, es tut mir wirklich leid. Und wir sehen hier schon die letzten vier Top-Mannschaften und die Spiele sind sehr interessant und ausgeglichen. Sind auch schon ein paar Leute da, das ist schon mal schön. Also, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, jetzt sind wir schon mitten im Spiel, ist natürlich jetzt auch schon Bijumen jetzt am Ball, spielt nach vorne und der Ball geht nicht ins Aus, das ist natürlich Zeit, mal ein bisschen was zu erzählen über die RoboCup-Liga. Wir wollen mit unseren Robotern irgendwann mal den Fußballweltmeister besiegen. Das wird noch ein bisschen dauern, gerade weil unsere Roboter auch noch ein bisschen klein sind. Aber man sieht schon, es sind menschliche Roboter, die hier auf zwei Beinen versuchen, Fußball zu spielen. Es sieht, oh, was ein Schuss. Und da fällt natürlich auch schon das 5:1. Mit dem Spieler von Bremen ist scheinbar etwas nicht in Ordnung, deswegen kann das Team natürlich auch immer mal verlangen, dass der Roboter rausgenommen wird. Da wird dann gern mal noch etwas geschaut, was da nicht in Ordnung ist. Vielleicht ist der Roboter kaputt. Das passiert leider sehr oft. Die Roboter sind sehr fragil und fallen leider doch noch sehr oft um. Gerade im Zweikampf passiert das relativ oft. Jetzt befinden wir uns gerade in der sogenannten Ready-Phase. Die Spieler müssen auf ihre vordefinierten Positionen laufen. Set! Dafür haben sie eine gewisse Zeit zur Verfügung. Diese ist jetzt rum, der Schiedsrichter mit den langen Haaren und dem Bart pfeift das Spiel jetzt an. Die Roboter erkennen selbstständig den Pfiff und dürfen dann anfangen zu spielen. Die Roboter, die das nicht erkennen, müssen 10 Sekunden warten und bekommen dann von einem virtuellen Schiedsrichter gesagt, dass es jetzt losgeht. Der Schiedsrichter ist auch der einzige oder die einzige Instanz, die mit den Robotern kommuniziert. Ansonsten agieren die Roboter auf dem Feld völlig autonom. Das heißt, die werden nicht von außen gesteuert, die Entscheidung treffen sie vollständig alleine. Jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie in dem Spielzug vorher. Mal gucken, ob der Bremer Spieler wieder holzt und ein Tor schießt. Nein, diesmal dribbelt er ein bisschen. Jetzt haben auch die Berliner wieder ein bisschen die Chance, dagegen zu halten. Der Torwart ist ein bisschen weit außerhalb seines Strafraums. Das ist vielleicht eher nicht so gut. Er könnte auch ein bisschen noch zurücklaufen. Vielleicht hat er sich nicht richtig lokalisiert. Das ist auch eine sehr große Herausforderung bei dem Spiel, zu wissen, wo man sich denn eigentlich auf dem Spielfeld befindet. Und der versierte Beobachter hat vielleicht schon festgestellt, dass das Feld symmetrisch aufgebaut ist. Die Tore haben die gleiche Farbe. Oh, das Tor ist jetzt frei. Oh, und da macht er natürlich souverän das 6:1. Roboter Spieler Nummer 3 der Bremer Mannschaft hat auch irgendwie kein Interesse mehr am Spiel teilzunehmen. Hat auch schon genug getan für die Mannschaft, vorgeschossen und so weiter. Wird er mal wieder rausgenommen. Ich habe gerade was über das Spielfeld erzählt, es ist symmetrisch aufgebaut, es ist sehr, sehr schwer zu wissen, wo man sich auf dem Spielfeld befindet. Und das machen die Roboter über ein sogenanntes Gedächtnis, versuchen sich zu merken, wo sie denn gerade herkommen. Sie fangen immer in der gleichen Hälfte an, in ihrer eigenen, das ist wie beim richtigen Fußball auch. Aber wenn man natürlich dann mal hinfällt, dann kann es auch immer mal passieren, dass man sich auf der falschen Seite einsortiert. Die Spieler, die es nicht schaffen, an ihre richtigen Positionen, an die legalen Positionen zu laufen, werden dann vom Schiedsrichter
manual geplaced, also auf ihre Position gestellt. Der na, Torwart ist auch nicht an der richtigen Position, aber das ist egal. Die Berliner Mannschaft tummelt sich ordentlich um den Strafraum und verlässt sich vollständig auf die Nummer 3. Der Ronaldo der Berliner Mannschaft, der jetzt mal einen Pass spielen könnte in den freien Raum, aber leider kommt keiner seiner Mitspieler mit. Ah, dann sind die Roboter wieder umgefallen, aber sie können sehr gut aufstehen, das ist schon sehr gut gemacht. Ah. Sehr schöne Situation. Der Spieler kuschelt ein wenig. Der Spieler der Nummer 4 der Bremer Mannschaft hat wohl Probleme beim Aufstehen und liegt da jetzt auch wieder rum. Aber dafür übernimmt ein anderer Spieler. Die Mannschaft lichtet sich ein wenig von den Bremern. Aber Pässe sind auch noch nicht so wirklich angewandtes Mittel. Die Roboter sind sehr egoistisch und spielen in der Regel doch noch mit sich alleine. Die Roboter können aber trotzdem miteinander kommunizieren und tauschen Informationen untereinander über WLAN aus. Das ist wieder ein klassischer Zweikampf, spielt sich alles in dieser Hälfte ab. Roboter-Spieler Nummer 3 wurde ein bisschen gedopt, darf jetzt wieder zurück. Vielleicht kann er noch eingreifen, aber die Nummer 5 macht das schon. Der Zweikampf um den Ball kann auch noch unterbrochen werden von dem Schiedsrichter, wenn es ein sogenanntes Pushing gibt. Au, da wird wieder geschossen, aber der Ball geht ins Aus. Das ist auch eine sehr wichtige Information für die Spieler, weil der Spieler immer an bestimmten Positionen zurückgelegt wird. Das kann auch genutzt werden, um sich anschließend wieder zu lokalisieren. Spieler Nummer 5, der Bremer, läuft auch lieber noch mal ein bisschen nach vorne. Vielleicht wartet er dann auf den Pass, aber dafür übernimmt die Nummer 2. Die Roboter haben auch Namen, aber die können sich die Teams selber überlegen. Ansonsten haben sie nur Nummern, die auf den Jerseys aufgetragen sind und die sind wichtig für den Schiedsrichter, damit er Strafen verteilen kann und auch die Roboter untereinander wissen, wem sie jetzt den Ball zuspielen können. Jetzt hat mal ein Berliner den Ball, legten sich etwas zu weit vor. Die Verteidigung steht bei den Bremern. Jetzt ein Pass spielen, sehr schön nach vorne. Oh, da ein bisschen stark. Ah, das wäre natürlich schön gewesen, wenn die Nummer 5 das vorher gesehen hätte. Da die Bremer den Ball jetzt ausgeschossen haben, wird er weit in der eigenen Hälfte eingelegt. Eine Chance für Berlin, aber Berlin ist sich momentan noch nicht so sicher, wo der Ball liegt. Und wird jetzt auch noch vom Feld gestellt, weil er illegalerweise in den anderen Spieler reingelaufen ist. Schon wieder sowas wie ein Pass, sehr schön. Raum überwunden. Aber man sieht die Berliner Mannschaft da hinten, immer noch der Torwart wandert immer weiter aus seinem Tor heraus. Und jetzt ein satter Schuss, aber wieder ins Aus, leider. Gestern waren noch sehr viele andere Spiele. Wir sind insgesamt 9 Mannschaften in der Liga, die hier bei den German Open teilnehmen. Oh, das ist doch mal ein schöner Pass, der ankommt. Die Nummer 5 hat ihn gleich erkannt. Aber auch die Nummer 2 der Berliner Mannschaft versucht jetzt alles, die Situation zu klären. Schafft das auch. Jetzt würde man auch denken, okay, vielleicht war das auch Pushing, aber sobald der Ball im Spiel ist, darf man da ruhig auch mal ein bisschen den Ball kappeln. Das ist schon vollkommen okay. Jetzt kann die Berliner Mannschaft mal nach vorne spielen. Die Nummer 5 steht auch schon bereit, hat den Ball gesehen und orientiert sich mal ein bisschen nach vorne. Aber man sieht hier natürlich auch einen gewissen Geschwindigkeitsvorteil der Bremer Mannschaft, die die Situation wunderbar löst, sich durchsetzt. Nummer 5 positioniert sich schon mal bereit für die Flanke. Aber der Torwart direkt ins Tor geschossen. Da ist das 7:1.
Mit der Nummer 3 ist scheinbar irgendwas nicht in Ordnung, deswegen wird sie wieder vom Feld genommen. Die Mechaniker werden jetzt hier wieder richtig hart rumtüdeln, bis das wieder funktioniert. In der Zeit können wir wieder die Spieler bewundern. Ein Berliner Spieler denkt sich, er steht auf seiner richtigen Position, leider auf der falschen Seite. Das ist die Symmetrie, von der ich vorhin erzählt habe. Gerade im Bereich des Mittelkreises ist es ein sehr großes Problem. Er wird jetzt auch wieder umgesetzt. Dafür hat der Torwart sich mal wieder in seine richtige Position gestellt. Überblickt das Spielfeld. Berlin hat Angriff, Anstoß und darf deshalb den Spieler weiter nach vorne setzen. Und jetzt wird wieder angepfiffen. Alle Spieler haben den Pfiff erkannt, bis auf die Nummer 5. Ah, doch, hat es auch erkannt. Ein perfekter Pass von den Berlinern zu den Bremer Mannschaft. Bremer mittlerweile nur noch zu dritt. Mal gucken, ob sie das Spiel vollständig zu Ende spielen. Ah, jetzt mal eine Chance für die Berliner Mannschaft. Sieht man auch die Probleme. Die Liga hat seit diesem Jahr einen neuen Teppich. Mit längeren Borsten wird jedes Jahr schwerer, das Spiel zu bestreiten, weil man sich eben auf das langfristige Ziel einschießen möchte, doch irgendwann mal gegen richtige Fußballer zu spielen. Und da ist natürlich ein Rasen schon von großer Wichtigkeit. Und normalerweise wären die Borsten noch ein bisschen länger. Da waren die Organisatoren hier in Magdeburg gnädig mit uns. Wir haben doch einen sehr guten Rasen für uns gemacht. Aber trotzdem, das ändert auch schon viel an den Details für den Walk, also die Bewegungsabläufe, die der Roboter machen muss. Oh, ein Schuss von sehr weit hinten. Aber diesmal blockt ein Berliner Spieler den Schuss. Und jetzt könnte es mal schnell gehen. Ein Spieler vorne steht frei. Die Situation gut gelöst. Den Bremer ins Leere laufen lassen. Er ist jetzt beschäftigt mit dem anderen Spieler. Kaffeekränzchen. Jetzt mal ein bisschen Luft nach vorne. Jetzt rächt es sich vielleicht, dass nicht 5 Spieler da sind. Der Schiri weiß auch nicht, was los ist. Jetzt sind nur noch 2 Bremer am Start. Die Berliner haben eine Chance, den Ball nach vorne zu spielen. Nummer 3 hat ein bisschen Probleme, den Kick auszuführen. Wir haben nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Das wird jetzt ein bisschen knapp. Die Nummer 3 könnte sich jetzt... Ah, jetzt kommt aber auch schon der Verteidiger und das wird ganz knapp. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Bremen steht im Finale und wir gratulieren natürlich beiden Mannschaften für dieses tolle Spiel. Das nächste Spiel ist in einer Stunde um 10:30. Thomas? Um 10:30 hier das zweite Halbfinale HTWK gegen die Now Devils aus Dortmund. Warte. Die Human war Team A, ne? Okay.